Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder in der Rumpelkammer zu Gast sein wollen. Und ich glaube, Sie werden feststellen, dass es sich auch heute wieder lohnt. Ich möchte Ihnen nämlich vier Künstler präsentieren, die alle, jeder auf seine ganz besondere Art, mitgeschrieben haben an der Geschichte des deutschen Films. Heinrich George, Marianne Hoppe, Zara Leander und als vierte Lillian Harvey, mit deren Film Ein blonder Traum wir beginnen wollen. Dieser Film, im Untertitel Ein Volksstück mit Musik genannt, wurde 1932 gedreht, in einer Zeit der Krisen, der Arbeitslosigkeit, der Wohnungsnot, in einer Zeit also, die das Kino für eine Flucht aus der deprimierenden Realität und als Lieferant von Träumen geradezu gefordert hatte. Ein blonder Traum, zu dem Billy Wilder und Walter Reisch das Buch schrieben, war aber nicht nur eine Flucht aus der Wirklichkeit. Er war mehr. Er machte die Träume, die Hoffnungen und Illusionen der sogenannten kleinen Leute zum Gegenstand der Handlung. Und das auf unterhaltsame Weise. Lillian Harvey hatte ihre Karriere als Revue-Tänzerin begonnen und die Ufa machte sie dann zum süßesten Mädel der Welt. Fast einer Zeichentrickfigur gleich, trippelte und tanzte sie durch die Filmlandschaften. Selbst ganz ein blonder Traum, eben genau das, was die Leute sehen wollten. Dabei darf man allerdings ihre Begabung und vor allem auch ihren enormen Fleiß, mit dem sie zum Beispiel reiten und fechten und, wenn es nötig war, sogar Seil tanzen lernte, nicht geringschätzen. Sehen wir sie jetzt zusammen mit Willi Fritsch und Willi Forst. Als Willi I und Willi II von der Fensterputzfirma Blitz und Blank schlagen sich die beiden mit fröhlichen Gesängen durch die harten Zeiten. Und was diese Zeiten so alles zu bieten hat, das besingt Trude Hesterberg jetzt in einem Chanson. Dieser Text wurde vor 60 Jahren geschrieben. Das sollte man wirklich kaum glauben. Hören Sie selbst. Wie alle Tage die Zeitungen auf, liebe Richter vom Tagesverlauf, Schiebung und Konferenzen, Prozesse und Spott, Kurse, Konkurse, Krawall und so fort. Nichts als Pleiten, Skandal und Krach, alle sind Gegner und keiner gibt nach. Lass sie gehen und red nicht rein. Alles verstehen heißt alles verzeihen. Montagspost, Montagspost, Montagszeitung. Hallo, Willi. Aha. Hopp. Guten Appetit. Danke, ebenfalls. Hey, hey, hey. Hopp. Oh. Mensch, kannst du nicht besser werfen? Dussel, kannst du nicht besser fangen? Willi. Ja? Siehst du die Wurst? Na? Dann ist sie weg. Sehen Sie mich auch nicht? Du, am Ende hat sich der Kolumbus verschluckt. Mensch, der frisst doch nur Eier. Ja. Will, was ist denn los? Ich sehe den Dieb. Du, da wackelt was. Was ist denn das für ein Raubtier? Kreuzung zwischen einem Rollmops und einem Bettvorleger. Hallo, Fräulein. Und mal Sprung rauf zu uns. Komm mal, hallo. Moment mal, Moment mal. Doch nicht so plötzlich. Wir wollten ja nur etwas fragen.
Es handelt sich nämlich um die Wurst, Frau Gräfin. Was wünschen Sie eigentlich, meine Herren? Sagen Sie mal, was suchen Sie hier? Ich warte auf den amerikanischen Konsul. Heute? Montag in aller Früh? Ach, ich warte schon seit Sonnabendmittag auf ihn. Ja, aber was willst du vom amerikanischen Konsul? Meine Schiffskarte nach Hollywood. Tja, da staunen Sie. Was? Und jetzt bitte ich Sie, mich nicht mehr belästigen zu wollen. Sonst bin ich leider genötigt, Sie durch den Portier hinauswerfen zu lassen. Jetzt aber raus! Was machst du denn schon wieder hier mit deinem widerlichen Köter, ha? Ja, aber ich muss... Schon am Mittag habe ich dich zum 20. Mal rausgeschmissen. Ja, aber ich muss doch zum Konsul. Was? Und meine Schiffskarte habe ich auch schon 3 Wochen drauf. Hier ist ein Brief an Konsul. Kenn ich auswendig. Bitte. Und der Konsul ist für dich auch in 3 Jahren nicht zu sprechen. Ja, verstanden? Aber ich muss doch... Und jetzt mach, dass du vollkommst. Sie, hässlicher Vogel. Sie, das werden Sie bereuen. Nehmen Sie die Hand von der Dame weg. Die Dame steht unter unserem Schutz. Verflucht, Fräulein. Kleben Sie doch den Pagen ein. Und Puffer auf den Kopf, Beißchen. Husch, Grüßchen. Da, husch, nicht. Husch, husch, Puffer auf den Kopf. Lange, euch werde ich es aber zeigen. Sie, wenn ich erst in Amerika bin, gehe ich zum Präsidenten, lass Sie entlassen. Ich bin eine Künstlerin. Und mein Hund ist kein widerlicher Köter. Die Harvey ist als Juju das kleine Mädel mit den großen Träumen zwischen 2 Männern. Die patente Kameradin unterm Hütchen, aber mit geschlitztem Rock und voller Energie. Wenn ihre Träume zunächst auch bis nach Hollywood reichen, am Ende steht sie in der Küche und lässt die Kochtöpfe dampfen. Ach, Artisten haben es heute schwer. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft, einst wird das Glück mir noch sein. Ich hab so Sehnsucht und hab gehofft, einst wird die Stunde gehabt, da kam ein Mädel vor, das war genauso wie Sie. Ich war Willi, du weißt es. Ja, das träumt jede Nacht. Und von diesem Mädel habe ich geträumt, das war auch so jung wie Sie, auch so blond, auch aus der Provinz, ohne Pfennig, ohne Bleibe. Und dieses Mädel begegnet eines Tages 2 Jungen. Beide ungefähr so alt wie mein Freund und ich. Mhm. Und dieses Mädel gefällt den Jungen. Und sie sagen zu ihr, weißt du was, komm mit uns. Eventuell kannst du bei uns bleiben, solange du willst. Und das Mädel? War einverstanden, ging mit. Und sie nahm das Mädel zu sich nach Haus. Das war weit draußen, ganz am Ende der Großstadt. Ganz hinten, wo keine Straßenbahnen mehr gehen und keine Laternen mehr brennen. Auf einer alten, buckligen Wiese. Und mitten auf dieser blühenden Wiese hatten die 2 ihre Villen. Jeder eine für sich.
Wir haben unsere Bleibe da draußen, wo die letzten Häuser stehen. Dort, wo die Straßenbahnen nicht mehr gehen, man fährt dort hinterher. Im Fenster fehlt die Scheibe, doch sonst fehlt nicht das Allerkleinste da. Zwei helle Zimmer, Küche, Logia, mit Korridor und Bad. Wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im Grünen zu Haus. Wenn unser Nest noch kleiner wäre, uns macht das wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat, für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Das Huhn heißt Tante Frieda, dem gab man einst den zweiten Schönheitspreis, von wegen eines Riesenhühnereis, das wog ein Viertelpfund. Die heißt Tante Ida, die hat Migräne und verdaut nicht gut. Der Tierarzt meint, das liegt bei ihr im Blut, doch sonst ist sie gesund. Wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im Grünen zu Haus. Wenn es noch kleiner wäre, uns macht das wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat, für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat, für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Wo sind wir denn? Auf der buckligen Wiese. Und das sind unsere Villen. Meine fuhr früher zwischen Königsberg und Aachen. Und meine zwischen München und Stralsund. Und da wird sich noch ein Plätzchen für Sie finden. Nein, das geht doch nicht. Was denn? Ich kann unmöglich hier bleiben. Ja, warum denn nicht? Ihre Zimmer im Hotel Bristol bestellen wir einfach ab. Ne? Und bis die Schiffskarte eintritt, bleiben Sie eben bei uns. Vogelscheuche! 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 Komm mal her! Was ist hier? Guck! Du, das ist Vogelscheuche! Unser Kammerdiener! Unser Hausarzt! Unser Privatsekretär! Unser Steuerberater! Sehr angenehm. Na, die Woche fängt ja schön an. Vogelscheuche, die Dame ist unser Gast. Benimm dich dementsprechend, ja? Ja. Na, was geschieht jetzt, meine Herren? Ja, so eigentlich müssen wir... Ja, das denke ich auch. An die Arbeit. Meine Herren. Auf Wiedersehen, mein Gutes. Auf Wiedersehen, mein Bestes. Auf Wiedersehen, Juju. Wiedersehen, Juju. Du bleibst also jetzt hier bei uns? Hm? Ja, ich weiß nicht, Herr Vogel. Sag nur ruhig Vogelscheuche zu mir. Angst brauchst du auch keine zu haben. In Wirklichkeit kommt man mit mir ganz gut aus. Fahren wir um die Wette? Gemacht. Bis zur Illustrierten Ilse, ja? Warum fahren wir? Worum du willst. Um das Mädel? Eventuell um das Mädel. Der gewinnt. Dem gehört sie. Und der verliert, hat Pech gehabt. Also, los. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück. Ja, dieses Lied, das sich durch den ganzen Film zieht, wurde zum Schlager und ein Riesenerfolg. Und bei seinen Klängen konnten sich die Zuschauer für 30 Pfennig, so viel kostete damals eine Kinokarte, ihren Träumen ein Stückchen näher fühlen. Wenn sich für die kleine Juju der Traum von Hollywood auch nicht erfüllt, Lillian Harvey hat in Hollywood gefilmt, 1933 bis 1935, danach dann wieder in Deutschland, in Italien und in Frankreich. Und von dort ging sie, als die deutschen Truppen in Frankreich einmarschierten, wieder in die Vereinigten Staaten. Das war für sie kein Problem, da sie als in Deutschland aufgewachsene Engländerin ihre britische Staatsbürgerschaft nie aufgegeben hatte. Nach Kriegsende kehrte sie in die Bundesrepublik zurück, aber im Filmgeschäft gelang ihr ein Comeback nicht mehr. Meine Damen und Herren, jetzt zu Heinrich George. Er gehörte ganz ohne jeden Zweifel zu den großen Schauspielern seiner Zeit.
Er war unter anderem der Franz Bieber-Kopf in Döblins Berlin-Alexanderplatz. Er spielte den Postmeister, so herrlich naiv und dabei tief tragisch, großartig. Er hat mit Leopold Jessner und Jürgen Fehling und Erwin Piscator am Theater gearbeitet und galt seinerzeit als linker Schauspieler. Als dann die Nazis kamen, übernahm er zur Überraschung und zur großen Enttäuschung vieler seiner Freunde und Bewunderer Rollen in Propagandafilmen und später auch in Durchhaltefilmen. Und er wurde Intendant des Berliner Schillertheaters. Bei Kriegsende kam er in ein russisches Internierungslager und dort in Sachsenhausen starb er 1946. Ich möchte Ihnen Heinrich George heute in einigen Szenen des 1944 gedrehten Films Die Degenhardts zeigen. Er spielt darin einen Stadtobersekretär, der anlässlich seines 65. Geburtstages zu einer Amtshandlung geladen wird, von der die Familie annimmt, es handelt sich um die lang erwartete Beförderung zum Inspektor. Und so beginnt dieser Geburtstag. Aufwachen, Börschchen. Bitte plötzlich. Entschuldige, Vater, ich... Was heißt das, die ganze Nacht das Licht brennen lassen? Wenn es auch unberührt? Stimmt, das wäre Kritzeleien da. Noten? Das sehe ich. Wenn am Tag keine Zeit für deine Konservatoriumsaufgaben, dass die Nacht um die Ohren schlagen muss? Ich will ja keine Aufgaben. Was denn? Oh, das ja. Nicht gemacht? Gratuliere dir auch, Vater. Na ja, schon gut, schon gut. Danke. Nehmen wir es mal nachmittags ansehen. Ein bisschen mehr nach dem Dienst. Ne? Aber du, das sag ich dir. Dieses auf dem Stuhl schlafen, das ist das letzte Mal gewesen. Verstanden? Jawohl, Vater. Moin. Der Briefträger. Bring du mal den Kaffee und die Teller rein. Die Jungen sind schon auf der Jagd. Danke, Mutter. Danke, Christine. Älter wird der Mensch von alleine. Gab ja kein Verdienst zum Geburtstag. Außerdem ist es schon reichlich spät geworden. Naja, nun mal keine Umstände, ich nehme schon alleine. Und du wirst mir ein Stück Kolophonium besorgen für mein Cello. Ja, Vater. So, ist gut, danke. Schön. Danke, danke. Nun mal keine Umstände. Dann. Nimm mal einen Zucker her. Na, bitte. Ja. Wichtige Nachrichten, Vater, in der Zeitung. Sag mal her. Polen ordentlich Gesamtmobil machen kann. Ja, die nehmen wir auch mit. Was für Polen? Ach, Zeitung. So, also. Auf Wiedersehen. Heute Abend um 6 Uhr Verständigungsprobe für Streichpartei. Gut. Ja, tschüss, Mutter. Jochen, du könntest mir noch eine neue Cello-Stimme ausschreiben, nicht wahr? Mit besonders großen Noten für meine Augen, nicht zum Beispiel. Tschüss, ja. Was tust du denn dann? Ach, hab ich ganz vergessen. Ja. Abverwaltung, der Bürgermeister. Mutter, komm, lies doch mal. Also soll es doch noch wahr werden? Ganz klar. Geburtstagsüberraschung der Stadtverwaltung. Inspektor wirst du, Vater. Mensch, doch, und endlich Inspektor. Ja, wieso denn Inspektor? Inspektor, wo steht da was von Inspektor? Sie schreiben doch Sitzungssaal in einer Sie betreffenden Amtshandlung. Ja, ja, aber ich möchte gerne wissen, wo der Inspektor steht. Das möchte ich gerne wissen. Zwischen den Zeilen. Ach, zwischen den Zeilen, so, zwischen den Zeilen. Ich kann es lesen. Da steht kein Wort zwischen den Zeilen von Inspektor. Das ist einmal. Gartenbauinspektor werde, das ist selbstverständlich, nicht? Aber das steht hier. Hier in meiner obersten Telefonzentrale. Nicht hier. Aber dass du es schon übermorgen wirst, das ist doch die schönste Geburtstagsüberraschung. Du bist doch jetzt ganz glücklich, Vati, man sieht dir doch an. Was glücklich hin, glücklich her und dabei vergeht die Zeit, nicht wahr? Und das fehlte gerade noch am letzten Tag vor meiner Beförderung. Zu spät kommt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Kinder, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Das hat es endlich geschafft. Ich sag's ja immer, mit der Zeit werden wir noch ganz vornehme Leute. Wir vielleicht, aber du nie. Guten Tag, Degner. Oh, ich war da, ja, leider scheußlich eilig. Sehen wir uns heute Abend ein bisschen so. Bei dir. Na, Fläschchen Wein, Hausmusik, etc. Ach, richtig, du hast ja Geburtstag, hätte ich bald vergessen. Ja, also, ja, danke. Ich habe aber leider keine Zeit. Ich habe Probe mit dem Solisten. Generalprobe findet auch im Dom statt. Ja? Und dann, in der nächsten Szene, ist es soweit. Stolz erhobenen Hauptes schreitet der Herr Stadtobersekretär zu seiner
lang ersehnten Beförderung zum Inspektor, seinem Traum vom Glück. Mit welcher Sensibilität und mit welcher Ausdruckskraft dieser scheinbar so robuste Mann das spielt und mit welch sparsamen Mitteln, das ist toll. Spreche ich zu einem meiner besten Beamten. Sie sind nach 18 Dienstjahren beim Militär zu uns gekommen. 18 Dienstjahre. Das bedeutet 18 Jahre Disziplin, Pflichtgefühl, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft. Nach dem Weltkrieg kamen Sie wieder zu uns. Sie haben in der Zeit der tiefsten Erniedrigung treu zu den alten Überlieferungen gestanden, haben sich weder durch Anfeindungen noch durch Demütigungen beirren lassen. Als Beamter ehrenhaft, als Kamerad zuverlässig, als Mensch vorbildlich, haben Sie 29 Jahre für den Staat gelebt und gearbeitet. Und deshalb, weil Ihr Leben ein einziger Arbeitstag gewesen ist, ist es jetzt Zeit, an den Feierabend zu denken. Junge Schultern werden Ihnen endlich die Last Ihrer Arbeit abnehmen und Sie werden sich die Rast gönnen, die Sie sich ein Menschenalter lang verdient haben. Sie werden deshalb in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Dieser Lars hat noch die Deckgläser fehlen noch, Mutti. Und du musst doch das gute Seiden anziehen. Und deine Haare hat sie ja auch noch nicht gemacht. Meine Güte, ich werde ja nie fertig, bis Vater kommt. Denkt sich Jochen denn das mit dem festlichen Marsch? Er meint, wir sollen die Tempi im zweiten Satz der Geburtstagsserenade doppelt so schnell nehmen. Dann kommt der Marsch schon raus. Na, wenn man taucht. Mach einen Knopf dazu.
befreie dich. Vater! Vater! Los, er kommt an die Gewehre! Soll dir sagen, dass wir glücklich sind. Wir gratulieren unserem lieben Vater. Fährt Marsch zum Festtagsmaul. Das ist ein Ehrenplatz, Vater. Kinder, wir haben gar keinen Grund zum Feiern. Vater, wenn das kein Grund ist. Aber man wird das nur einmal, Inspektor. Was denn sehr feierlich, Vater? Was? Wie? Christine will wissen, ob es feierlich war. Heute, im Rathaus. Ach so, ja, 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 das war sehr feierlich. Wer war denn alles da? Ach ja, Bürgermeister. Hat er gesprochen? Ja, ja, hat er gesprochen. Erzähl doch mal, wir sind doch alle so gespannt darauf. Da ist nicht viel zu erzählen. Er hat von meiner langen Amtstätigkeit gesprochen und von meiner Dienstzeit beim Militär und dass ich im Weltkrieg war und hat er dir die Hand gegeben? Ja, natürlich hat er mir. Dann hat er mir die Hand gegeben und dann war ich hier entlassen. Ja, das hat dann konnte ich gehen, meine ich. Das war alles? Ja. So schnell wird man, Inspektor. Wie beim Zahnarzt. Erst wartet man eine Ewigkeit und bums, auf einmal ist der Zahn raus. Vater. Ich muss dir etwas sagen. Na, was denn, Mutter? Es war schön, wie wir geheiratet haben. Und wie die Kinder kamen, war es schön. Und wie du aus dem Krieg zurückkamst, war es schön. Aber heute, wo wir uns mit dir freuen dürfen, da ist es am allerschönsten. Ja, ja, Mutter. So sollte es sein.
aber... Liebe Kinder, meine liebe Frau, ich muss euch leider etwas sagen. Ach was, Vater, wir wissen doch, dass du kein Redner bist. Heute hast du gar nichts mehr zu sagen. Prost und ein Spekter soll leben! Prost und ein Spekter soll leben! Prost, Prost! Seine Frau, gespielt von René Stobrawa, erfährt natürlich von seiner Pensionierung und sie reagiert mit großem Verständnis für ihn und seine schwierige Situation. Wie man auch immer über Heinrich George denken mag, er hat seinen Platz in der deutschen Filmgeschichte. Der Kritiker Friedrich Luft hat dazu gesagt, man gedenke seiner mit Nachsicht. Und wenn ich an die eben gesehenen Szenen denke, möchte ich hinzufügen, und mit Bewunderung. Am kommenden Freitag, also am 26. April, wird die aus Rostock stammende Schauspielerin Marianne Hoppe 80 Jahre alt. Nach dem Besuch der Max-Reinhardt-Schule war sie mit 25 Jahren schon Star etlicher Filme. Gustav Gründgens holte sie an das Preußische Staatstheater und 1936 heirateten die beiden. Ich habe Gustav geliebt, sagt sie. Wir haben zueinander gestanden. Die Liebe mag sich in tausend Formen verstecken. Und zu einer möglichen Emigration gefragt, stellt sie fest, wir waren nicht berufen rauszugehen. Ich bin geblieben. Damit muss man fertig werden. Sehen Sie Marianne Hoppe jetzt als Effi Briest in dem 1939 gedrehten Film Ein Schritt vom Wege nach Theodor Fontane. Als sie dieses junge Mädchen spielte, das an den viel älteren Baron von Innstetten verheiratet wird, war sie 28 Jahre alt. Das Ehepaar Briest, Effis Eltern, wird gespielt von Paul Bild und Kitte Haag und Regie führt Gustav Gründgens. Effi, komm sofort ins Haus, du musst dich umziehen, der Besuch ist gekommen. John? Ach du meine Güte! Effi, pass auf! Effi! Aber Effi, du bist immer noch in deinem Kittel? Nie hältst du Zeit. Mama, du darfst mich nicht schelten. Es ist wirklich erfreut. Warum kommt er so früh? Kavaliere kommt nicht zu spät, aber noch weniger zu früh. Effi, es ist am Ende am besten, du bleibst so, wie du bist. Ja, bleib so. Du siehst so unvorbereitet aus, so gar nicht zurechtgemacht. Und darauf kommt es im Augenblick an. Ich muss dir nämlich sagen, komm doch mal mit. Ich muss dir nämlich sagen... Aber Mama, was hast du? Sie tut ja ganz Angst und Bange. Meine süße Effi, ich muss dir nämlich sagen, dass Baron von Innstetten soeben um deine Hand angehalten hat. Um meine Hand angehalten? Im Ernst? Ja, mein Kind. Ach du meine Güte. Es ist keine Sache, um einen Scherz daraus zu machen. Er ist freilich älter als du, was alles in allem ein Glück ist. Er ist ein Mann von Charakter, von Stellung und von Besitten. Und wenn du nicht Nein sagst, was ich von meiner guten Effi kaum glauben kann, stehst du mit 20 Jahren da, wo andere mit 40 stehen. Du wirst deine Mama weit überholen. Aber Mama, ich kenne ihn doch noch gar nicht richtig. Also jetzt, wo wir auf Du und Du sind, wollen wir noch die Gemütlichkeitsrangliste aufstellen. Mama bleibt am besten Mama, während ich unter Verzicht auf den Ehrentitel Papa das einfache Briest vorziehen würde. Und was euch betrifft, bleibt Effi Effi und Innstetten heißt in Zukunft Gerd. Wenn ich nicht irre, hat Gerd die Bedeutung von einem schlank aufgeschossenen Stamm. Und Effi wäre dann also der Efeu, der sich darum zu ranken hat. Wenn ich dich bitten darf, lieber Brief, poetische Bilder, das liegt jenseits deiner Sphäre. Es ist möglich, dass du recht hast, Luise. Und darauf wollen wir auch noch mal anstoßen. Prost, Luischen! Kinder, ich habe mich verlobt. Verlobt? Ja, mit wem denn? Ist er noch der Richtige? Natürlich ist es der Richtige.
kenne Frau von Innstetten, Baronin. Das ist dir denn gar nicht ein bisschen genannt? Ach doch, ein bisschen genannt ist es mir schon. Aber ich denke, ich werde schon drüber hinwegkommen. Ja, bitte? Jetzt werden sich Frau Baronin aber freuen. So, woher wissen Sie denn das? War doch offen. Sie brauchen mich nicht zu melden. Gerd! Gerd! Aber Effi, was ist denn passiert? Hier. Ach, Gerstenberg, wollen Sie mich einen Augenblick mit meiner Frau allein lassen? Was ist denn nun wirklich? Eigentlich nichts. Ich dachte nur, ich hatte mich doch so gefreut. Ja, aber liebe Effi, deswegen kannst du doch nicht hier aufs Amt kommen. Wir müssen doch gleich antworten. Natürlich werden wir auch gleich antworten. Aber das hat doch Zeit bis heute Abend. Sieh mal, das musst du doch verstehen. Hier auf dem Amt geht es doch um wichtigere Dinge. Und da hat ein Landrat keine Zeit für seine Frau. Auch wenn sie so entzückend ist wie meine kleine Effi. Also, Liebling. Gerstenberg. Komm, Rollo, wir stören hier. Kann ich mir denken. Mir nämlich auch. Wie sprechen Sie denn mit mir? Wie man mit einer hübschen jungen Dame eben spricht. Sie sind ja frech. Wer sind Sie denn überhaupt? Na, raten Sie mal. Vielleicht Cowboy. Aber die gibt's hier ja nicht. Scheinbar doch. Ja, wie wär's mit so einem kleinen Wildwestritt, ne? Ungesattelt? Lieber nicht. Das ist mir zu gefährlich. Ach, bloß keine Angst, ist ja halb so schlimm. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich gar nichts Besseres zu tun, als hier bei den Pferden herumzulungern? Doch. Zum Beispiel Ihnen Gesellschaft zu leisten. Sie sind ja unmöglich. Sie sind nicht der erste Mensch, der mir das sagt. Komm, Rollo, wir gehen. Auf Wiedersehen, Rollo. Den preußischen Landrat Baron von Innstetten spielt Karl Ludwig Diehl. Der Major A.D. von Krampas ist Paul Hartmann. Die junge, allzu oft allein gelassene Frau Landrat fühlt sich von der direkten und lebhaften Art des Majors angezogen und sieht sich zwischen diesen beiden so grundverschiedenen Männern plötzlich zwei völlig voneinander abweichenden Lebenshaltungen gegenüber. Guten Tag, Frau Baronin. Guten Tag, Herr von Krampas. Ich muss doch wieder mal hören, wie es meiner kleinen Freundin Annie geht. Wie nett, dass Sie sich wieder nach ihr erkundigen. Es geht ihr ausgezeichnet. Roswitha hat sie eben in den Garten gebracht. Übrigens, vor ihrem Hause traf ich Berambo. Ich wette, unser Freund Gieshübler hat Ihnen wieder einen seiner berühmten Liebestränke geschickt. An deren Wirkungen ich übrigens nicht glaube. Junge Frauen glauben vieles nicht. Und dann glauben sie wieder vieles, was sie besser nicht glaubten. Ach, an meine Adresse? Nein. Schade. Ach, dieses Schade, sie kleidet. Ich glaube wirklich, Sie fänden es ganz in der Ordnung, wenn ich Ihnen jetzt eine Liebeserklärung machte. So weit will ich gerade nicht gehen. Aber ich möchte den sehen, der sich dergleichen nicht wünscht. Ach, Krampas. Sie sind... Ein Narr. Nein, auch darin übertreiben Sie wieder, aber Sie sind etwas anderes. In Hohen Cremmen sagten wir immer, das Eitelste, was es auf der Welt gäbe. Das wäre ein Husarenfenrich von 18. Und jetzt? Und jetzt sage ich, das Alteste, was es gibt, ist ein Major A.D. von 42. Wobei die zwei Jahre, die Sie mir gnädigst ablassen, alles wieder gut machen. Donnerwetter! Der Rittmeister in großer Gala? Spotten Sie nicht, Krampas. Das war ein Einfall von mir. Was
Frauen so für Einfälle haben. Ja, aber ich denke gar nicht daran zu spotten. Ich habe gar keine Lust, vor den Lauf ihrer Pistole zu kommen. Und außerdem finde ich den Einfall sehr charmant. Überhaupt, wenn man in Uniform so gut aussieht? Darauf allerdings kommt es ja nicht an. Selbstverständlich nicht. Und wenn Bismarck ruft, dann ziehen wir alle unsere bunten Röcke wieder an. Ich finde diese Dinge zu ernst, um dann Spaß zu treiben. Man soll auch die ernstesten Dinge nicht zu schwer nehmen. Warum haben Sie eigentlich Ihre Uniform ausgezogen, Herr von Kampers? Warum ich meinen bunten Rock ausgezogen habe? Tja, darüber gehen die Meinungen auseinander. Manche sagen der Frauen wegen, andere wegen der Karten, aber das sind mehr. Ich fühle mich einfach bei meinen Pferden am wohlsten. Mein Gott, wie süß. 7 Wochen alt. Das ist ja ein schönes, weiches Fell. Das wird einmal ein Pferd. Darf ich es Ihnen schenken? Oh nein, das geht doch nicht. Wir haben schon mit unseren beiden lahmen Kutschpferden zu tun. Selbstverständlich gehört es Ihnen, aber es bleibt hier. Und wenn es erwachsen ist, darf es niemand anders reiten als Sie. Vielleicht ist das alles viel zu schön für mich. Bei einer Liebhaberaufführung kommen sich die beiden näher und Effi wird sich der Gefahr bewusst, in die sie und Kampers geraten können. Und ihre Reaktion auf die Nachricht von der Versetzung ihres Mannes nach Berlin lässt Innstetten erkennen, dass seine Frau in Kessin nicht glücklich gewesen sein kann. Was interessant in Berlin? Mehr als das. Du wirst staunen. Sag mal, Effi, was hältst du davon, wenn wir eines Tages hier nicht mehr in Kessin leben würden? Um Gottes Willen, Gerd, du bist doch nicht etwa versetzt? Nicht nur versetzt, sondern sogar befördert. Der Fürst hat mich ins Ministerium gerufen. Nach Berlin? Erraten. Und du wirst Geheimrätin sein und in Berlin leben. Und in einem halben Jahr wirst du kaum noch wissen, dass du hier in Kessin gewesen bist, wo du nichts gehabt hast als die Dünen und das Meer. Gott sei Dank. Steh auf, Effi, was hast du? Ich habe gedacht, du hättest hier glückliche Tage erlebt. Und nun rufst du auf einmal Gott sei Dank, als ob hier alles für dich nur Schrecknis gewesen sei. Oder war es etwas anderes? Was, dass du fragen kannst. Ich habe mich hier doch immer gefürchtet. Glückliche Tage, ja gewiss, aber doch auch andere. Ich hab's dir bloß nicht so sagen können. Ich hab dir überhaupt manches nicht sagen können. Aber jetzt will ich es dir sagen. Ich war immer so allein hier, wenn du weg warst. Und ich weiß auch nicht, ob du das Recht hattest, mich so viel allein zu lassen. Ich hatte doch niemanden außer Gieshübler. Und Kampers. Ja, und? Aber manchmal musste ich mich auch vor ihm fast fürchten. Verzeih mir, Effi. Ich war so überrascht. Freilich wohl meine Schuld. Ich bin immer zu sehr mit mir beschäftigt gewesen. Aber das soll nun in Berlin anders werden. Wann fahren wir? Wenn ich in Berlin für uns Wohnung gefunden habe. Erst. Aber Effi, wir können doch hier nicht bei Nacht und Nebel davon. Wir müssen doch erst unsere Abschiedsbesuche machen. Ja, natürlich. Dann müssen wir wohl so lange hier bleiben. Nun denn adieu, mein lieber Dr. Gieshübler. Und lassen Sie mich Ihnen auch noch danken. Sie waren das Beste hier. Und wenn ich 100 Jahre alt würde, könnte ich Sie nicht vergessen. Aber meine gnädigste Frau, wollen gnädigste Frau Baronin nicht für die Reise wenigstens noch dieses Riechfläschchen mitnehmen? Es erfrischt. Dankeschön. Und wenn mir davon die Augen übergehen, dann will ich an Sie denken. Adieu, lieber Freund. Und grüßen Sie mir Ihre Freundin, die Trippelli. Na, Bruder, wem Sie denn jetzt machen? Auch von mir ist mir nicht bange, Herr Landrat. Einen nüchternen und erfahrenen Kutscher wird ja der neue Herr Landrat auch gebrauchen können.
Effi, darf ich mir erlauben? Danke, sehr freundlich von Ihnen. Schade, dass wir Sie in der letzten Zeit nicht mehr gesehen haben. Aber Sie wissen ja, meine Frau fühlte sich nicht ganz wohl. Ja, ich weiß es. Ich glaube, es ist Zeit. Nach Jahren werden Krampers Briefe an Effi durch einen Zufall entdeckt und in Erfüllung preußischer Ehrbegriffe fordert Innstetten Krampers zum Duell. Krampers wird dabei getötet und Effi stirbt später, wie es heißt, an gebrochenem Herzen. Die Effi Briess der Hoppe war und bleibt eine Meisterleistung. Heute lebt Marianne Hoppe eher zurückgezogen, aber sie nimmt doch künstlerische Aufgaben wahr. Ihre Auftritte in der Öffentlichkeit wählt sie klug aus und macht es dabei anderen und sich selbst nicht immer leicht. An ihrem Geburtstag sind wir mit allen guten Wünschen bei ihr. Jetzt möchte ich noch an eine Schauspielerin erinnern, die immer wieder von Ihnen gewünscht wurde, Zara Leander. Sie war Schwedin und hatte ihre Karriere als Konzertsängerin begonnen. Ihre attraktive Erscheinung und ihre wohltemperierte Altstimme, die sowohl melancholisch als auch kapriziös klingen konnte, ebneten ihr den Weg zu Operetten und Revuebühnen. Die UFA wurde auf sie aufmerksam und nahm sie kurz entschlossen unter Vertrag. Man wollte eine deutsche Greta Garbo aus ihr machen. Die besten Maskenbildner wurden herangezogen und nach wochenlangen Experimenten kreierten sie einen neuen Typ, die Leander. Die besten Kostümbildner wurden bemüht und zum Kameramann wählte man Xaver Weimeyer, der als Spezialist für Großaufnahmen mit Weichzeichner bekannt war. Und er stand dann auch bei all ihren Filmen hinter der Kamera. In dem Film Der Blaufuchs spielt sie die vernachlässigte und dementsprechend gelangweilte Professorin Gattin Ilona Paulus. Willy Birgel spielt den schneidigen Sportflieger Tibor Vary, der sie bei einer Autofahrt kennenlernt und ihr bei der Gelegenheit recht unverhohlen den Hof macht. Als er dann allerdings entdeckt, dass sie die Frau seines besten Freundes ist, will er sich zurückziehen, doch zu spät. Inzwischen ist auch Ilonas Interesse geweckt. Vielen Dank, dass Sie mich hierher gebracht haben. Oh, bitte. Ich habe mich schon so an Ihren Wagen gewöhnt. So schnell nehmen Sie eine Gewohnheit an? Mhm. Nein, danke, ich fahre nach Hause. Bitte. Ich möchte Sie nur nicht länger aufhalten, Wege. Gestern haben Sie nur daran gedacht, mich aufzuhalten. Ja, gestern, da waren ja auch, Gott, wie soll ich sagen, die Vorbedingungen andere. Gestern... Und heute? Heute? Darf ich mich verabschieden? Nein, das dürfen Sie nicht. Ich habe eine Bitte an Sie. Statt zu faulenzen, wie Sie gestern sagten, nur zu faulenzen und in Ihrem Liegestuhl über die Donau zu schauen, spielen Sie jetzt Golf mit mir, ja? Wie Sie befehlen. Nicht verheiratet. Na? Keine Freundin. Ich bin eine gehorsame Gattin, nicht wahr? Ja, was? Bitte? Doch einstellen. Sehen Sie. Ah, Frau Dr. Paulus, das ist wieder mal typisch. Diesmal wird sie sicher auch so tun, als ob sie uns nicht sieht. Schamlos. Wie sie mit diesem Mann flirtet. Also zwei Karo. Bitte. Guter Drei. Sagen Sie, was ist denn eigentlich los mit Ihnen? Gestern waren Sie so sprühend und vor allem so ungemein liebenswürdig. Da wusste ich auch nicht, dass Sie die Frau meines besten Freundes sind. Aber ich wusste. Was? Dass Sie der beste Freund meines Mannes sind. Ich habe mich köstlich über Sie amüsiert. Also das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Ich muss schon sagen, das war nicht fair von Ihnen. Nun, waren Sie denn so fair? Also spielen Sie ruhig. Ich wusste wirklich nicht, wer Sie waren. Sagen Sie mal ehrlich, wären Sie auch mit einem anderen Mann gefahren? Vielleicht, wenn er mich so dezent und geschickt in seinen Wagen gelockt hätte wie Sie. Also mit dem ersten Besten, der Ihnen begegnet wäre. Ich bin doch nicht mit dem ersten Besten gefahren, sondern mit Ihnen. Das ist komisch. Sie sind eifersüchtig auf sich selbst. Oh nein.
Aber der Freund von Paulus ist enttäuscht, dass die Frau von Paulus mit einem fremden Mann geflirtet hat. Entschuldigen Sie, ich habe doch nicht mit Ihnen, sondern Sie haben mit mir geflirtet. Nun können Sie leugnen, dass Ihnen das Spaß gemacht hat? Wo gehen Sie denn hin? Ich muss da drüben die Professorengattinnen begrüßen. Ich glaube, ich werde nicht viel Zeit brauchen, um mich auch da völlig unbeliebt zu machen. Guten Tag, meine Damen, störe ich? Aber nein, nicht im geringsten. Wir spielen ja bloß Bridge. Wie geht's Ihnen, Frau Rektor? Sie schauen prachtvoll aus. Oh, mit Ihnen kann man natürlich nicht konkurrieren. Wir ziehen uns nur mit sehr bescheidenen Mitteln an. Der Zweck heiligt die Mittel, Frau Rektor. Ich ziehe mich je nach dem Zweck an, den ich verfolge. Wir verfolgen nur die Absicht, Bridge zu spielen. Leider bin ich dazu völlig ungeeignet. Meine Stärke liegt auf anderen Gebieten. Und das haben wir bereits vorhin schon festgestellt. Oh, Sie schmeicheln mir, Frau Rektor. So gut spiele ich ja nun wieder nicht Golf. Hallo, Tibor, kann man seinen Augen trauen, du hier in Budapest? Ja, servus, Trill. Trittst du jetzt auch hier im Golfclub auf? Wieso? In dem Kostüm habe ich dich da bestimmt schon auf der Bühne gesehen. Na, sehr gut. Ja, du bist immer noch der Alte, immer noch so ironisch. Und dabei verdiene ich das gar nicht. Du weißt übrigens das Neueste? Ich habe wieder ein neues Angebot. Aha. Weißt du, dass sich jetzt die Budapester und die Mailänder Oper um mich streiten? Ja, da habe ich schon von gehört. Die Mailänder Oper will, dass du in Budapest singst und die Budapester wollen, dass du in Mailand singst. Na, okay, da bist du immer noch der Alte. Spaßvogel. Du weißt übrigens, diese bezaubernde Frau da drüben. Du, diese entzückende Frau beobachtet mich schon die ganze Zeit. Fantastisch. Ach, es gibt ja so wenig charmante Frauen. Ja, was? Na ja, man ist schließlich ein bisschen verwöhnt, nicht wahr? Aber du, ich glaube, diese Frau wäre das Richtige für mich. Du, das glaube ich nicht. Diese Dame ist nämlich wirklich eine Dame und daher nicht das Richtige für dich. Okay. Wirklich bezaubernd, Ihr Hut. Ein fabelhaftes Modell. Ich habe es in Paris gesehen vor 2 Jahren. Auf Wiedersehen, meine Damen. Ich habe mich selten so amüsiert wie heute Nachmittag. Auf Wiedersehen, Frau Rektor. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Ja, ich habe keine Zeit. Es tut mir sehr leid, aber ich bin mit dieser Dame verabredet. So, ja, ich will ja auch nicht weiter stören, aber vorstellen könntest du mich wenigstens. Gnädige Frau, darf ich Ihnen unseren bekannten Tenor, Herrn Trill, vorstellen? Sie haben doch sicher schon von Herrn Trill gehört. Herr Trill ist ein bekannter Herzensbrecher. Na bitte, ich höre nur damit auf. Wissen Sie, gnädige Frau, der Tibor ist ein charmanter Kerl, aber er übertreibt immer. Ja, ist es wahr? Übertreiben Sie immer? Also die Beantwortung dieser Frage muss ich Ihrem Gefühl überlassen, gnädige Frau. Sehr diplomatisch, dieser Tibor, was? Sehr diplomatisch. Man weiß nie genau, ob er scherzt oder ernst macht. Wirklich sehr diplomatisch. Ja, da haben Sie recht, Herr Moll ist äußerst diplomatisch. Er ist wie dieser Achilles. Dieser Achilles. Naja, er ist verwundbar, aber man kennt die Stelle nicht. Naja, bei Achilles war es die Ferse und bei dir ist es... Nicht verraten, Tibor, nicht verraten. Die gnädige Frau soll selbst dahinter kommen. Schade, wie Sie mit diesem Mann flirten, also 2 Karo. So sehr sind Sie in Anspruch genommen? Na und ob. Na selbst hier, wo man Ruhe und Erholung sucht, wird man dauernd belästigt. Es muss eine Qual sein, so beliebt zu sein. Das ist amüsend. Das ist wirklich amüsend. Soeben kam erst wieder eine Nachricht von meinem Manager. Ich solle mich in Wien gastieren. Mhm. Man kann sich doch nicht zerreißen, mein Gott. Ja, ich muss mich wirklich einmal um die Sache bekümmern. Ja, dann aber gleich. Pflicht ist Pflicht. Na, wie der Tibor immer den Nagel auf den Kopf trifft. Direkt bewundernswert, wa? Kannst du mich übrigens mit in die Stadt nehmen? Ja, wenn es sein muss, aber nicht in dem Anzug. Noch die erste umziehen. Na, aber natürlich, ich bin sofort wieder zurück. Christian, hier, Frau, bis auf gleich. Kommen Sie, wir fahren. Aber Sie haben doch Trill versprochen, ihn mitzunehmen. Ja, so lange kann ich nicht warten. Der braucht 2 Stunden, bis er Toilette gemacht hat. Bitte steigen Sie ein. Ja, aber Trill... Sie dürfen sich mit Trill nicht öffentlich zeigen. Das ist kompromittierend. Aber mit Ihnen, ja? Wieso? Das ist doch etwas ganz anderes. Was ich für Sie empfinde, das ist eine Art von Verehrung, wie für die Sixtinische Madonna. Oh, das beruhigt mich ungemein. Dann kann ich ja ohne weiteres Ihre gestrige Einladung annehmen. Was für eine Einladung. Ja, und kann morgen Nachmittag zu Ihnen auf Ihr Hausboot kommen. Sie sind der beste Freund meines Mannes und verehren mich wie die Sixtinische Madonna. Also was kann da schon passieren? Wollen Sie nicht endlich aufhören, sich über mich lustig zu machen? Lustig machen? Nein, das wollte ich nicht. Sehen Sie, gestern glaubte ich, Sie könnten mir gefährlich werden. Ich hatte Angst vor Ihnen. Aber heute habe ich das beruhigende Gefühl, Sie sind ein anständiger Kerl. Der Tenor Trill, der Schwarm aller Backfische Budapests, war Karl Schönböck. Tja, das Publikum war damals regelrecht süchtig nach der Leander und die Leander war süchtig nach der Gunst des Publikums. Mit den Nazis hat sie kokettiert. Sie benutzte und brüskierte sie zugleich. 10 Filme hat sie bei der UFA gedreht, zu Traumgagen, bis zu 800.000 Reichsmark im Jahr.
Und 1943 ging sie mit all ihrem Hab und Gut nach Schweden zurück. Ein Comeback als Filmstar gelang ihr nicht mehr. Aber sie lebt als Legende fort, vor allem in ihren Liedern. Hier ist sie zum Abschluss mit ihrem berühmten Lied »Kann denn Liebe Sünde sein?« Jetzt kommt die neue. Na drin, ich bin ja sehr gespannt. Schön ist die Frau, ja, das kann keiner bestreiten. Aber ob sie singen kann? Ob sie singen kann? Wochenlang habe ich mit ihr gearbeitet, Direktor. Also, wenn wir gleich hören. Da steht die Dame. Sie muss jeden Augenblick drankommen. Danke. Ilona. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Waren Sie Ihrer Sache so sicher? Ja. Los, los, Tempo, Tempo, Kinder! Frauen! Wie heißt sie? Hier. Frage, wie die Dame heißt. Ach so, Frau Paulus. Paulus, komischer Name, klingt furchtbar langweilig, passt gar nicht hierher. Frau Paulus, bitte? Ja, bitte? Wollen Sie auf mich warten, Sie? Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das müsst ihr mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da, Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal, lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zu Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass er niemand glücklich sehen kann. Sagte dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht. War ich voll Bescheidenheit, mit lächelndem Gesicht, kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück? Kann das wirklich Sünde sein, wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück? Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Hallo, gnädige Frau, hierher singen, hier ist die Sünde. Liebe kann nicht Sünde sein, auch wenn sie es wäre, so wär's mir real. Lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Meine Damen und Herren, es mag sein, dass sich Ihnen jetzt die Frage aufdrängt, die einst ein Kritiker an die Leander gerichtet hat. Gnädige Frau, warum singen Sie eigentlich immer so tief? Worauf sie prompt erwiderte, weil ich nicht höher kann. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie bei uns waren. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten. Vielleicht also bis zur nächsten Rumpelkammer. Ihr Friedrich Schönfelder.